Hi, ich habe jetzt die Tchibo IDEAS Connoisseur Box ausgepackt. Das ist hier ein Teil des Inhalts, ein Handfilter, also Handkaffeefilter mit Filterpapier, speziellen für mich abgemischten Privatkaffee von Tchibo. Ja, der Handkaffeefilterhalter und ein Tassenset, da war hier noch ein Kaffeelöffel bei, tolle Pralinen und was ich sehr witzig finde, sind diese Zuckerkaffeebohnen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so erkennt. Ja, fangen wir mal einfach an und ja, feiern wir Premiere für meinen Handkaffeefilter. Kaffee. Ganze läuft dann jetzt hier runter. Dröpfchen für Dröpfchen durch den Filter in die Tasse. Kann man vielleicht noch ein bisschen nachgießen. Jetzt quasi hier einen Löffel Kaffeepulver oben reingegeben. Ja, läuft noch runter. Und ja, der wird dann jetzt hier gefiltert und läuft dann hier runter in die Tasse. Ganz ursprünglich. Das Schöne ist an diesem Verfahren, wenn ihr über die Kaffeemaschine den Filterkaffee zubereitet, dann habt ihr meistens eine Maschine, die immer nur auf einem Punkt das heiße Wasser schüttet. Und so könnt ihr jetzt quasi selber schauen, wo ihr das heiße Wasser im Filter haben wollt. Also sprich, ihr verteilt quasi das Wasser besser in dem Filter. Aber auch hier sieht ihr ja, da bilden sich dann so kleine Krater. Bisschen. Einfach nur geil. So. Ich bitte hier die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen, aber wir haben ja bei uns eine riesen fette Baustelle vor der Tür. Die machen gerade die Straße neu. Naja. So, läuft weiter. Ich glaube, gleich haben wir es. Noch ein bisschen ist drin. Ja, guter Kaffee braucht halt immer seine Zeit. Ähnlich wie ein gutes Pilz. Ja. So, ich glaube, das ist soweit fertig. Und wollen wir mal kosten. Ja. Rund 5 Minuten hat es jetzt gedauert und ja, Kaffee ist fertig. Probier den mal.
Wow. Der Kaffee schmeckt. Der schmeckt richtig gut. Schön weich. Ja. Tchibo hat da versprochen eingehalten. Sammys Miller Connoisseur Mix, so haben sie den Kaffee genannt, besteht aus 80% Floresta Canora aus Brasilien und 20% Del Sol Kaffee aus Honduras. Soll sehr mild sein, nach Nuss und Toffee schmecken und ja, das kommt auch hin. Ja. Ach, jetzt haben wir ja schon fast 6 Minuten. Weil ich habe euch gleich wahrscheinlich gelangweilt. Okay, brechen wir jetzt mal hier ab. Bis demnächst. Ciao.